Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Doom Eternal. Leck mich am Arsch. Okay, als erstes haben wir es mit diesen schwebenden Kacktypen zu tun. Das heißt, wir nehmen das hier. Erstmal Munition. Andere Waffe. Sag mir bitte, wie ich den in Time killen soll, Alter. Holy fuck! Hab gerade überlegt, ob ich es euch erzähle. Denn den Kampf, den habe ich ungefähr 20 Mal gerade versucht. Du leck mich am Arsch jetzt hier. Und zwar so lange versucht, bis das Game hart gecrashed ist. Ja? Also so sehr habe ich es versucht. Dieses andere versucht, Alter. Mach das auf. Die Geschichte der Wächter, Teil 10. Nach der Ankunft des Slayers trieben die Wächter der Nacht die Kampagne tiefer denn je ins Dämonenreich voran. Mächtige Atlanen pflügten an der Seite des Slayers und seiner Armee durch die Höllenbrut. Auf Geheiß der Allmutter hatten die hohe Priester Zugang zum Herzstück der dämonischen Welt gefunden und mit Hilfe der Deak konnten neue Tore aufgestoßen werden. Unsere Kriegsmaschinen waren unaufhaltsam, von Maker-Technologie angetrieben und von eben jener Essenz befeuert, die unsere Feinde uns entgegenschleuderten, als wir uns immer tiefer ins blutgetränkte Reich der Dämonen voranarbeiteten.
Die Macht des Slayers brachte uns unzählige Siege, denn mit dem Alpha Interfector an unserer Spitze waren wir unaufhaltsam. Obwohl unsere Herzen rein und unsere Mission eine gerechte war, hatte die Allmutter ihre Priester hinter unserem Rücken angewiesen, riesige Fabriken auf dem heidnischen Land zu errichten, um noch mehr Essenz zu erwirtschaften. Wir wissen nicht, wie diese Täuschung begann, denn wir waren auf die Horden der Unterwelt konzentriert. Warum sollten wir da so tief sinken und unsere Allmutter des Verrats an unserem Pakt verdächtigen? Die Khan Maker schienen die unvorhergesehene Ankunft des Slayers zu missbilligen, und die Seraphim, die den Zerstörer heimlich hatten Fleisch werden lassen, verschwanden bald aus Udark. Vielleicht wurden sie als Bestrafung für solche Ketzerei ins Exil geschickt. Können wir den Seraphim treffen? Unsere Legionen standen unerschütterlich unter dem ewigen Rachedurst des Doomslayers. Und die Khanmaker sah schließlich ihren Vorteil in seiner Unterstützung. Bald wurde kundgetan, dass der Slayer die Verkörperung der Gottmaschine des Makers war. Die Wiedergeburt eines heiligen Relikts. Er sollte den Heiden die Lehre der Maker bringen und all jene im Staub zertreten, die den Gläubigen von Udark schaden wollten. Der Slayer ermöglichte der Allmutter so, Essenz zu sammeln, die sie ohne unseres Wissens in den Treibstoff umwandelte, der als Argent-Energie bekannt werden sollte. Oh shit! Oh shit! Der Slayer scherte sich nicht um Staatsorganisation. Das System unseres Volkes interessierte ihn nicht, denn er war völlig auf die Zerstörung der Dämonen und ihrer Welt konzentriert. Rätselhafterweise sprach er kein Wort mehr, obwohl er die Fähigkeiten nach wie vor besaß. Man vernahm nur noch Gutturale, Laute der Wut, wenn er seinen Gegnern Schmerzen zufügte. Über Jahre hinweg marschierte er mit den Wächtern der Nacht durch das flammenumtosende Land der Dämonen, und bei jeder Rückkehr nach Argentur hatte sich viel in unserer Heimat verändert. Wenn die Wächter Schuld trifft, dann die, dass wir unser Volk in unserem Eifer vernachlässigt haben und den Aufstieg des Bösen nicht bemerkten, den unseren Kreuzzug vorantrieb. Wir kannten nur den Feind vor uns und den Reichtum Argentas hinter uns und hielten nie inne, um den Preis des Fortschritts zu hinterfragen. Okay, Leute, wir brauchen jetzt aber... Das wäre auch zu schön gewesen. Ah! Okay. Was hat das gemacht? Das hier. Wäre cooler gewesen, wenn ich drin gelandet wäre, ne? Oh, ja. Ein Cyber-Mancubus. Und bis jetzt toi toi toi. Aber das ist total krass, Alter. Das ist mit Abstand das schwerste Level, was wir bis jetzt hatten. Beeilung. Steig. Es gibt Kräfte, die dies aufhalten wollen. Ich mache dir ein Geschenk. Nimm es. Es verleiht dir Stärke. Hilft dir auf deiner Reise. Der Seraphim!
Das ist der Seraphim. Und jetzt werden sie dich fürchten. Holy shit. Die Gottesmaschine. In der endlosen Bewusstseinsmatrix des allwissenden, gottgleichen Maker-Geistes existiert jede Möglichkeit und jede vorhersehbare Variable einer möglichen Zukunft. Sie sind dem Maker-Kollektiv in allwissender und untrennbarer Klarheit bewusst. Okay. Dieser gottgleiche Verstand überwacht diese Zeitachsen, die sich bilden und ausdehnen wie fraktale Muster im Gewebe des Seins. Unter diesen unendlichen Möglichkeiten ist nur eine Konstante zu erhaschen, die von uferloser Variabilität unverändert bleibt, die des prophezeiten Zerstörers, der die Maker vernichten wird. Ach! Deswegen können die uns nicht ab. Weil die wissen, dass wir für sie kommen. Und es ist prophezeit. Oh, damn. Rüstung weg. Oh, der platzt komplett. Das ist noch so einer. Wir haben übrigens einen neuen Anstrich für unsere Super Shotgun. No fucking way. Schon wieder einer von denen. Was mache ich hier? Den kümmern wir uns zum Schluss. Oh no! Ho ho ho! Thank you.
Okay, wo ist der andere Mechanismus? Beziehungsweise, was öffnet sich? Was geht, was macht das? Ich dreh gleich durch, Alter. Was macht das? Okay. Okay. Okay, das ist super weird, Alter. Das habe ich mir schon gedacht. Und hier oben ist das Tor. Wo endlich mal eine Kampfherausforderung auf uns wartet. Weil wir kommen ja so gut immer durch den ganzen Scheiß durch. Ich kann ja unter Wasser. Kann ich unter Wasser schießen? Nee, ne? Okay, kann sein, dass ich super blöd bin, aber... Ich check's nicht! Von der Rückseite irgendwie. Aber wie komme ich auf die Rückseite, ist ja die Frage. Ey, für so unter Wasser Scheiße bin ich absolut nicht gemacht.
Okay. Ja, aber hier ist zu. Warum ist da ein Gang neben mir? Sollte ich vielleicht da rankommen? Dadurch? Ja, komm! Ja, also... Ja. Leck mich. Dafür machen wir jetzt ein Slayer-Tor und meckern, Alter, jedes Mal, wenn wir unfairerweise sterben. Also jedes Mal. Nein! Oh gut. Okay, da geht's nicht rein. Aber ein Versuch war's wert. So.
Ja, das sind die Pain-Elementare. Ja. Bitte genau die angreifen, denn das sind hier die wirklich schwierigen Gegner. Wie so ein Käfer, Alter. Nur ekliger. Oh no. Alter! Sind schon irgendwo auch meine Hassgegner, Alter. Die sind echt unangenehm eklig. Au! Ehrlich? Wow. Okay, der ist weg. Sprenger der Tore haben wir geschafft, Alter. Es gibt keine Slayer-Tore mehr. Yeah.
Leute. Darauf brauche ich erstmal einen Alka-Seltzer oder sowas. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du es hattest, dann hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Gerade Kommentare würde ich mich echt freuen, Alter. Also Daumen nach oben natürlich auch. Und das macht ihr auch die ganze Zeit. Und dafür mal ein ganz großes Dankeschön. Aber hey, spring über deinen Schatten. Hinterlass mir einen kurzen Kommentar. Würde mir echt viel bedeuten. Und es sind ein paar Worte. Schreib einfach rein, wie dir die Folge gefallen hat. Was in der Folge am coolsten war. Was kacke war. Was ich hätte besser machen können. Wobei ist ja da gibt's ja nichts. Ja. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye.